Zeuge Max Kasner, Deutschland, Beamter, 50 Jahre, 100. Verhandlungstag, 15.10.1964. Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zwecke der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Max Kasner, wie alt wieder? Geboren am 19.08.1914 in Teplitz. Und da dürften Sie jetzt wie alt sein? Jetzt im August war ich 50 Jahre. Ja, 50 Jahre alt, Sie sind geschieden? Geschieden. Beamter von Beruf? Verkaufsbeamter. Ja, Sie wohnen in Teplitz? Ich wohne in Teplitz. Ja. Und Sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit Nein. den Angeklagten? Herr Kasner, Sie, nehmen Sie ins Protokoll auf, Herr Jarolim erscheint unter Bezugnahme und versichert sein unter Bezugnahme auf den bereits von Ihnen geleisteten Eid. Stimmt das, Herr Jarolim? Jawohl. Ja. Also, Herr Kasner, Sie sind benannt worden von der Verteidigung dafür, dass der Angeklagte Klär im Jahr 1943 abgelöst worden sei, erst von Scherbe, dann von Jetzwicki. Und deshalb wollen wir mit Ihnen zunächst einmal besprechen, wann Sie in Auschwitz gewesen sind. Wann sind Sie denn hingekommen? Herr Vorsitzender, wenn ich eine kleine Erklärung ausgeben darf. Ich bin am 12. Mai 1939 in Prag von der Gestapo verhaftet worden. Ja. Ich habe die Lager Dachau, Buchenwald und im Oktober dann 1942 bin ich nach Auschwitz gekommen. Ja. Ich habe anfangs im Stammlager, im Stammlager auf der Quarantäne, bin dann ins Außenlager nach Buna gekommen, in die Buna-Werke, als Muselmann, sozusagen als Muselmann, wie wir es damals nannten, zurück im Ende Jänner, Februar kann das gewesen sein, 1943, habe zwei Selektionen in Buna und in Auschwitz im Stammlager mitgemacht, bin im Stammlager dann im Krankenbau auf Block 28 als Pfleger in der Ambulanz angekommen. Wann? Das kann im Frühjahr 1943 gewesen sein. Ich schätze Ende März, April. März, April 1943, ja? Ja. Und sind dort geblieben? Bin dort geblieben bis zum Juli 1943. Ja. Und bin kamen dann als Krankenpfleger in das neue Lager mit einem gewesenen Freund von mir, den ich damals kennengelernt hatte, Herrn Dr. Orlik, der zu der Zeit in Kanada lebt. Mit dem war ich im Außenlager Janina bis zum Schluss, bis zum 18. Jänner 1945. Ja. Also Sie waren als Pfleger im Block 28 vom März, April 43 bis zum 1. Juli 43. Jawohl. Waren Sie vorher schon in dem Krankenblock? Ich bin als Patient auf Block 28 und gekommen. Und wann war das? Das war im Februar nach der Selektion. Das möchte ich einen ganz kurzen Fall berichten, wenn es Ihnen interessiert. An diesem Tag wurden wir ungefähr 50 oder 60 Mann von Buna als Muselmänner im Hemd bekleidet, nur mit Holzschuhen, in diesen Sanitätswagen nach Auschwitz gebracht worden. Die Nummer, diese Nummer 68385, die ich hier am Arm habe, die hatte man uns mit Tintenstift auf die Brust gemalt. Aber ich war in Buna bei Professor Dr. Epstein im Krankenbau gelegen. Ich hatte eine Gelbsucht und hatte als einziger das Glück, bei der Selektion am Block 28 von den allen, die mit mir an diesem Tag gleichzeitig nach Janina, nach dem Stammlager zurückkamen, als einziger diesen Transport zu überleben.
Ich möchte da einen kurzen Vorfall schildern, wie wir in die Ambulanz auf Block 28 kamen. War der SS-Arzt Dr. Entres anwesend. Alle meine Vorgänger, die alle zum Großteil schwer krank oder einfach schon arbeitsunfähig waren, die sind durch einen Fingerzeig durch die Tür wieder hinausmarschiert. Wir waren alle nackt. Und ich weiß nicht, durch einen eigentümlichen Impuls stand ich vor dem SS-Arzt stramm, so wie es uns die Lagerleitung immer während der Zeit im Lager auferlegt hat. Auch er reichte den Finger zur Tür und ich fühlte, ich weiß nicht, wie das war. Ich bin in strammer Haltung zur Tür weitergegangen. Und da hörte ich nur einen Befehl: Halt, bleiben Sie stehen, bleiben Sie in der Ecke. Und da hörte ich die wenigen Worte: Der Mann kann ja noch arbeiten. Dieser Moment hat mir das Leben gerettet. Ich habe dann vom polnischen Schreiber, der unten ebenerdig war, meine Karte bekommen und bin auf den Empfangssaal, wo wir ursprünglich untergebracht waren, zurück. Auf dem Saal bin ich als Einziger übrig geblieben. Der polnische Pfleger, der dort anwesend war, sagte mir: Sieh durchs Fenster, in einer Weile wirst du ein Theater sehen, wie du es noch nicht kennst. Und richtig, es dauerte nicht lang, schätzungsweise eine Stunde, da flogen die Leichen meiner gewesenen Kameraden im hohen Bogen auf dem Wagen. Am selben Tage wurde ich auf Saal 15 zu Dr. Korn, der heute in der Tschechoslowakei noch lebt, verlegt, verblieb dort im Krankenbau ungefähr 6 bis 7 Wochen. Bei Selektionen wurde ich aufs Klosett versteckt und nur durch einen glücklichen Zufall auf die Zureden meiner gewesenen Kameraden, ich kann mich erinnern an Paul Reichel, der heute nicht mehr lebt, der mit mir Dachau und Buchenwald mitgemacht hat, übrigens ein Deutscher, der hatte Vorsprache genommen beim Blockältesten, das war MBVer, und ich wurde als Pfleger auf die Ambulanz auf Block 28 aufgenommen. Ja, Herr Zeuge, nun würde es uns interessieren, haben Sie während Ihrer Zeit in Auschwitz den Angeklagten Claire kennengelernt? In Auschwitz direkt nicht. Nicht? Nein. Wann und wo haben Sie ihn denn sonst kennengelernt? In Janina. In Janina. Im Außenlager in Janina. Im Außenlager in Janina. Und dort sind Sie am 1. Juli 1943 hingekommen. Jawohl. Ja. Ich weiß nicht, ob es... Ich schrieb im Protokoll 1. Ja. Juli 1943. Ich müsste heute genau liegen, ob es der 1. oder der 2. Ja, also sagen es wir war Anfang, kurz und gut Anfang Juli 1943, als das Lager neu eröffnet wurde. Als Sie dorthin kamen, war da Claire schon dort? Nein. War nicht dort. Er war nicht dort. Unser SDG im Lager Janina war Hans Nierzwicki, SS-Unterscharführer Hans Nierzwicki. Ja. Der SDG im Stammlager war, mit unter anderem im Stammlager war, denn dort waren mehrere. Und Nierzwicki war der erste SDG im Janina. Janina. Und wann kam Claire? Claire kam zu gewissen Anlässen. Ich weiß heute nicht mehr, wann es war. Es war im Jahr 1944. Und da erinnere ich mich an einen schönen Tag. Das war im Sommer. Wir hatten einen freien Tag. Da kam eines Nachmittags, so schätzungsweise gegen 5 Uhr, eine Autokolonne gefahren. Wir sahen es, das Lager Janina liegt in einer kleinen Talsenkung, möchte ich sagen, ungefähr 10 Minuten von der Kohlengrube entfernt. Da sahen wir oben auf der Straße eine Autokolonne nahen. Es dauerte nicht lange, musste das ganze Lager antreten. Wir wussten nicht, wozu. Und in dieser Autokolonne waren mehrere SS-Männer. Ich habe sie nicht alle gekannt. Einige konnte ich vom SS-Revier
weil ich dort manchmal zu tun hatte. Unter anderem auch Claire. Und was das Lager war angetreten und dann begann die Selektion. An diesen Tagen waren es ungefähr vielleicht meiner Schätzung nach 300 Mann. Die ausgesondert wurden? Die ausgesondert wurden. Und denn die Kohlengrube Janina, die den EG Farben angehört hat, die war furchtbar. Und was geschah mit den 300 Männern, die ausgesondert wurden? Die wurden in den nächsten Tagen, ich weiß nicht was, am nächsten oder übernächsten Tag in großen Lastwagen verladen. Es kamen von Auschwitz große Lastwagen und die wurden sämtlich ins Gas gebracht. Das haben wir von den Posten in wenigen Tagen schon erfahren, weil die Posten, die SS-Posten, die SS selbstverständlich, auch die andere SS, zu uns zur zahnärztlichen Behandlung und auch zur ärztlichen Behandlung in den Krankenbau gekommen sind. Sagen Sie, wieso kannten Sie Claire damals, wie der da ankam? Das war ein allgemeines, wie soll ich Ihnen das sagen, der war allgemein bekannt. Den kannten wir alle. Schon im Auschwitz habe ich den Namen Claire gekannt. Das war auch den Namen. Und das Gesicht? Ich habe mit ihm nie etwas selbst persönlich zu tun gehabt. Und das Gesicht von Claire, hatten Sie das vorher auch schon gesehen? Ja. Wo? Vielleicht in Auschwitz. Sie zu der Zeit vielleicht in Auschwitz. Ich müsste also heute Sie haben aber, wie Sie im Krankenbau waren, das ja. War ja immerhin ab Februar als Patient und nachher März, April als Pfleger, da haben Sie ihn nicht gesehen dort. Ich müsste heute liegen, ich will ja, es nicht liegen. Ja, ja. Ich kann mich nicht besinnen. In welchem Block waren Sie denn Pfleger? Ich war auf Block 28 in der Ambulanz ebenerdig rechts. In demselben Block, wo Sie auch als Patient Jawohl. Gelegen haben? Sodass Sie also nach 20 und 21 so gut wie nicht gekommen Auf 21 habe ich am Pflegersaal geschlafen. Da haben Sie Im geschlafen? Im ersten Stock habe ich geschlafen. Aber Sie können sich nicht erinnern, mit Claire zusammengekommen zu sein. Herr Richtwald Göllner, Sie hatten den Zeugen benannt. Herr Zeuge, kennen Sie auch den Angeklagten Scherpe? Nein. Nur Nizwicki und Claire. Claire. Selektionen im Lager, im Stammlager, haben Sie eine mitgemacht, haben Sie gesagt, und eine in Janina. So habe ich nicht verstanden, den Zeugen. Ich habe ihn verstanden, dass er bei Selektionen versteckt worden sei. Ach so. Daraus habe ich entnommen, dass es mehrere gewesen sind in Auschwitz. Ich habe selbst nur die in Buna mitgemacht ja. Und in Stammlager 28, auf Block 28, die habe ich persönlich mitgemacht. Ja, da nach war der Ankunft. Als Kranker. Nach der Ankunft als Kranker. Ja. Ja, und dann sagten Sie doch vorhin, im Übrigen habe ich Glück gehabt, denn ich bin versteckt worden auf die Toilette, wenn ich nicht irre, wenn ja. Selektionen waren. Ja, also ich habe keine Selektion anders noch mitgemacht. Mitgemacht, das heißt, Sie waren also selbst nicht dabei. Ich war nicht dabei. Aber während Ihrer Zeit fanden solche statt. Jawohl. So wird es also gewesen sein, Herr Richtwald-Göllner. Ja. Herr Zeuge, kannten Sie Nizwicki schon vom Stammlager her? War er als SDG dort in Block 21 oder 28 tätig gewesen? Jawohl, ich kannte ihn, er war auf Block 28. Allein? Ja, zu der Zeit, für mich, soweit ich mich erinnern kann, war er für mich allein, weil er für die Ambulanz zuständig war. Wir nannten ihn Napoleon, er hatte den Schimpfnamen Napoleon. Was haben Sie dort beobachtet, was Nizwicki dort gemacht hat? Das kann ich Ihnen ganz kurz schildern. Ich war als Pfleger auf der Ambulanz und eines Tages, das war wohl das erste Mal, kam in die Ambulanz, bestellte ungefähr 8 oder 10 Häftlinge, unter anderem auch mich. Wir wurden kommandiert, wir mussten hinter dem Block antreten. Dort war ein großer Wagen, ein Lastwagen, selbstverständlich so ein Pferdewagen, ein Pferdegespann. Wir mussten den Wagen ziehen, wurden auf Block, auf Hof zwischen Block 10 und 11 kommandiert.
Und da möchte ich einen kurzen Vorfall, respektive zwei, schildern, wenn ich es darf. Ja, Herr Reichsmann, gehört es nicht dazu. Nein. Bitte schön. Ich wollte eben nur allgemein wissen, was er über die Tätigkeit von Jadwiga im Stammlager beobachtet hat. Ja, Claire, aber haben Sie neben Jadwiga nicht im Stammlager gesehen? Ich habe nicht verstanden. Bitte sagen Sie. Ja. Neben Jadwiga haben Sie im Stammlager Claire nicht gesehen? Der Zeuge hat gesagt, er hat Claire im Stammlager nach seiner heutigen Erinnerung überhaupt wohl nicht gesehen. Ja, ja. Er kann sich nicht darauf erinnern. Sind noch Fragen zu stellen? Bitte schön, Herr Ressmann. Sagen Sie, Herr Zeuge, wie lange haben Sie in Buna gearbeitet? Ich habe in Buna seit Ende Oktober bis ungefähr Oktober 1942 bis Februar 1943 gearbeitet. Als was haben Sie da gearbeitet? Ich war bei der Zementtransportkolonne in den Buna-Werken. Sie haben also bis zu der Zeit gearbeitet, wo Sie selektioniert wurden? Jawohl. Ich erkrankt bin. Bis Sie erkrankt sind. Ja. Wer hat in Buna selektioniert? Das kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen. Von wem wurden Sie denn? Sie schilderten uns doch, Herr Zeuge, dass Sie also nur im Hemde, ja, das waren, dass Ihnen die Nummer auf die Brust geschrieben wurde, ja, und dass Sie in diesem Zustand nach dem Stammlager, nach Block 28 gebracht, jawohl, wurden. Wer hat das veranlasst? Das war ein SS-Mann oder waren es andere, mehrere? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, bitte. Haben Sie mehrere Selektionen in Buna erlebt? Nein, nur die eine. Nur die eine. Nur die eine. Nur die eine. Ich selbst persönlich. Sie begannen gerade davon, von Janina, ja, von der Arbeit in den Kohlengruben zu sprechen. Ja. Würden Sie das fortfahren, was Sie uns da sagen wollten? Sie sagten, Sie äußerten sich über die Arbeit in den Kohlengruben in Janina. Ja. Was wissen Sie davon? Das kann ich Ihnen sagen. Die Kohlengrube Janina war ungefähr 400 Meter unter der Erde. Die Verhältnisse im Lager waren anfangs sehr schlecht, weil das Lager vorher ein ehemaliges Kriegsgefangenenlager war, ein englisches Kriegsgefangenenlager. Zu der Zeit hat es noch keinen Stacheldraht gegeben. Wir waren keinen elektrischen Stacheldraht gegeben. Die Posten umstellten das Lager. Selbst das Austreten war bei Lebensgefahr verbunden. Und im Lager, im Kohlengrubenbergwerk selbst, waren vor allem Leute eingesetzt, die nie im Leben eine Kohlengrube gesehen hatten, die nie im Leben untertags eine derartig schwere Arbeit verbrachten, die an den gefährlichsten und hässlichsten Stellen dieser groben Kohlengrube eingesetzt war. Sie müssen verstehen, dort waren Polen als Zivilarbeiter und unsere Häftlinge setzte man an den Stellen ein, wo es zum Teil im Wasser war, wo es zum Großteil Stellen gegeben hat, wo sie am Bauche kriechend im Wasser ungefähr 8 oder 10 Stunden arbeiten mussten. Da waren Unfälle am laufenden Band. Da hat es, bitte, wenn ich das schildern darf, da hat es einen Fall gegeben und den habe ich in meinem Protokoll angeführt. Herr Dr. Kaul, legen Sie Wert auf diese Schilderung. Sie hat mit keinem der Angeklagten etwas zu tun. Aber sie hat mit der Gesamtsituation in Auschwitz zu tun. Naja, so wenn Sie das wollen. Wenn Sie sich kurz fassen würden, Herr Zeuge. Ein Mann wurde von der Transportkette derart verletzt, dass er den Fuß einfach bis zum Oberteil zerrissen hatte. Ich fuhr in der Nacht ein mit 4 Kameraden unter SS-Begleitung. Wir brachten den Mann ins Lager. Wir führten mit Dr. Orlik gemeinsam, er und ich, Operation Amputation durch. Und der Patient überlebte alles. Nach ungefähr 5 Tagen stellte sich Jadwiga bei uns im Krankenbau ein mit dem Befehl,
bereiten Sie mit dem Patienten für 9:30 abends im Vorzimmer auf. Wir waren anwesend und der Nierzwicki in unserer Anwesenheit, Orlix und mir, macht er mit der Phenolinjektion vor uns fertig. Das dauerte wenige Sekunden. Wurde auch in Janina selektioniert? Jawohl. Von wem? Von der SS, aber nicht von der Lager-SS, sondern von Auschwitz. Von der Auschwitz-SS? Jawohl. Kamen diese Phenol-Morde häufiger vor? In Janina? In Janina gab es noch andere. Habe ich Sie recht verstanden? Frage, die hat mit dem Eröffnungsbeschluss nichts. Habe ich Sie recht verstanden, dass Janina war ein Bergwerk der IG Farben? Jawohl. Danke Ihnen schön. Ja, erledigt. Bitte schön. Herr Zeuge, war Nierzwicki in den Monaten März und April 1943 noch auf Block 28 tätig? Jawohl. Ja, danke. Herr Staatsmann. War das in Janina im Sommer 1944 das einzige Mal, dass Sie Claire bei einer Selektion beobachtet haben? Oder ist er später nochmals gekommen? Ich möchte Ihnen darauf antworten, es war ungefähr 2 oder 3 Mal. War das später? Das war in gewissen Abständen später. Jedenfalls im Sommer 1944? Jawohl. Ist es richtig, dass bei dieser Selektion, die Sie uns vorhin geschildert haben, bei der 300 Häftlinge selektiert wurden, auch der Dr. Mengele dabei war? Jawohl. Ist es richtig, dass bei dieser Selektion ein reichsdeutscher Kapo selektiert wurde? An den Fall kann ich mich sehr gut erinnern. Erzählen Sie bitte kurz, was da geschah. Dieser Kapo war bei uns im Krankenbau gelegen, hatte TBC, wurde mit ausgesucht, wurde mit selektiert, wurde in die Gaskammer gebracht. Wie wir es dann nachher erfahren haben, und das kann ich sagen, von der SS direkt erfahren haben, ist der Kapo mit in die Gaskammer gebracht worden. Er war Deutscher, er war BVer. Da half ihm keine Kapo-Binde, er musste mit hinein. Und dann kam das, was ich anführte, wir sollten, respektive nicht ich, sondern Dr. Orlik, sollte die Todesurkunde ausstellen. Herzschlag oder etwas dergleichen. Da gab es ein langes Hin und Her zwischen dem Oberscharführer Ludwig und Orlik, aber Ludwig hatte den Auftrag aus Auschwitz, entweder vom Standardarzt Dr. Wirz oder vom Mengele, ich weiß es nicht. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ob es auf die Todesursache so oder so ausgestellt wurde. Das weiß ich nicht mehr. Haben Sie den Schein, auf dem die Todesursache ausgestellt wurde, gesehen? Nein. Ich widerspreche dieser Frage. Die hat nichts mit dem Eröffnungsbeschluss zu tun. Ja. Also das verstehe ich nicht und das werde ich eingehend begründen, warum ich diese Frage stelle. Das ist in meinen Augen ganz klar. Der Zeuge hat hier gesagt, es sind damals 300 Leute selektiert worden. Und es ist ihm von SS-Posten erzählt worden, der Claire war dabei, er hat ihn gesehen, und es ist ihm von SS-Posten erzählt worden, dass die Leute vergast worden seien. Nun steht also hier die Frage zu erklären, ob Claire mitverantwortlich im Sinne des Eröffnungsbeschlusses bei dieser Selektion mitgewirkt hat. Und es ist auch zu klären, welche Beweismittel dafür da sind, ob die Leute tatsächlich umgekommen sind. Wenn der Zeuge hier hinsichtlich einer bestimmten Person, nämlich eines reichsdeutschen Kapos, Angaben darüber machen kann, dass er möglicherweise selbst gesehen hat, dass die Sterbeurkunde nach dieser Selektion ausgestellt worden ist, so halte ich das doch für sehr, sehr wesentlich. Wenn dieser reichsdeutsche Kapo mit dieser Gruppe von 300 Leuten weggegangen ist und es kann festgestellt werden, dass er umgekommen ist, dann gehört das meines Erachtens mit zum Sachverhalt, der vom Eröffnungsbeschluss erfasst wird. Noch eine Frage? Ich wollte diese Frage stellen, ob der Zeuge die Sterbeurkunde gesehen hat. Ich glaube, ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß es bestimmt heute nicht mehr. Ich weiß, dass sie ausgestellt wurde. Ich weiß, dass der Kapo ins Gas gekommen ist. Das weiß ich ganz positiv. Ja. Was haben Sie gesehen, in welcher Form sich Claire an dieser Selektion beteiligt hat? Oder hat das nur der Arzt Dr. Mengele gemacht?
In welcher Form er sich beteiligt hat, das kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen. Er war mit im Stab gestanden, die die Selektion durchgeführt hat. Wer den Finger zeigt, wer die Karten, weil die Kartothekkarten vom Lagerschreiber vorgelegt wurden. Ja. Sie sagten, Sie können also darüber keine Einzelheiten angeben, wie Claire sich benommen hat bei dieser Selektion. Sie wissen nur, wenn ich Sie recht verstehe, dass er mit dabei gesprochen Jawohl. Hat. Nun sagten Sie, Sie haben ihn später noch einmal beobachtet bei zwei weiteren Selektionen, bei denen er auch dabei war. Das war das Gleiche. Es war das Gleiche. Sie haben Jawohl. Also nicht im Einzelnen sehen können, ob er Karten in Empfang genommen hat oder ob er Leute mit ausgesucht hat. Nein. Herr Kastner, Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie gelegentlich in den Hof zwischen Block 10 und 11 geholt wurden. Geschah das zum Abtransport von Leichen erschossener Häftlinge? Darf ich bitte darauf antworten? Ja. Das erste Mal, wie ich auf den Block, auf den Hof 10 und 11 kam, da waren wir ungefähr 8 oder 10 Mann. Wir zogen den Wagen hin. Ich habe nie in meinem Leben vorher eine Leiche angefasst. Ich habe nie in meinem Leben eine Leiche gesehen. Und als uns das Tor geöffnet wurde, da sah ich ungefähr 300 Mann auf der linken Seite des Hofes liegen. Ich möchte mich kurz damit befassen. Wir bekamen am Hof eine Armschlinge, die unseren Unterarm, unsere Hand erfasste, und mit der anderen Schlinge mussten wir je einen Mann durch den Sand zum Wagen ziehen. Zu viert haben wir die Leichen aufgeladen. Und ich hatte gleich das Glück, am ersten Tage auf den Wagen mit einem anderen Kollegen hinaufzumüssen. Ich kann Ihnen nicht schildern, wie furchtbar es ist, auf Leichen zu treten, auf Leichen herumzumarschieren, sozusagen, und so viel als möglich so zu ordnen, dass der Wagen dementsprechend voll war. Nach unserer Arbeit, bis wir es vollgeladen hatten, es war zu dieser Stunde war strengste Lagersperre angeordnet, fuhren wir den Wagen ins Krematorium 1. Auf die gleiche Weise mussten wir abladen. Zwei Mann auf dem Wagen. Dort war mit Wasser gespritzter Zementboden. Und auf die gleiche Weise transportierten wir diese 300, wir waren es in mehreren Wegen, so viel ich weiß. Wir sind mehrmals gefahren, zweimal oder dreimal, solange es ging. Brachten wir die Toten in den Saal zu den Öfen. Aber das Schlimmste, was ich in Auschwitz je erlebt habe, und das möchte ich hier ganz besonders betonen, das war wieder an einem Tag, wo man uns rief, wir waren damals nur ungefähr 8 Mann. Als uns das Tor zwischen Block 10 und 11 eröffnet wurde, da bot sich uns ein Anblick, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Wieder auf der linken Seite lagen ungefähr 70 tote Frauen. Und ich möchte hier behaupten, das war ein ganz ausgesuchtes, schönes Menschenmaterial, noch schön im Tode. Aber ein Grauen war hier zu sehen, das nur vielleicht Kannibalen fertigbrachten. Diese Frauen hatten am ganzen Körper die Brüste abgeschnitten und an sämtlichen Teilen, an Weichteilen des ganzen Körpers, der Hinterteil, an den Schenkeln, in großen und tiefen Schnitten das Fleisch herausgeschnitten. Der Hof zwischen Block 10 und 11 geht nach der linken Seite zur Kanalisation etwas schräg ab. Schräg ab.
diese Kanalisation verstopfte sich mit Blut. Und Sie müssen sich vorstellen, wir als Pfleger waren weiß eingekleidet. Wir warteten weit über die Fußknöchel im Blut. Und nach dieser Arbeit und nach dieser Abladearbeit sahen wir aus wie Fleischhauer. Ich kann Ihnen nicht schildern, wie wir an diesen Tage, und ich sehe es heute noch vor Augen, wie wir an diesen Tage fertig waren. Ich kann Ihnen sagen, ich habe in Auschwitz großen Hunger mitgebracht. Ich habe Buchenwald überlebt in großen Hungerszeiten. Aber an diesem Abend, an diesem Tage, war ich wirklich fertig, fertig mit meinen Nerven und konnte nicht mehr ein Stückchen Brot essen. Ich hatte den Hals wie jetzt momentan, wie ich meine Erinnerung niederschrieb, da war ich wohl fertig mit den Nerven. Ich kann Ihnen nicht das Grauen schildern, was diese Bestien damals vollbracht haben. Was diese Bestien uns damals angetan haben. Und dass man uns Häftlinge zu solchen Schandarbeiten brachte. Es lässt sich schwer schildern, was damals los war. Herr Krasny, ist Ihnen etwas davon bekannt? Oder wünschen Sie eine kurze Unterbrechung? Bitte. Ist Ihnen etwas davon bekannt, ob an diesen Frauen oder mit dem Fleisch dieser Frauen Experimente, medizinische Experimente durchgeführt worden sind? Ich kann Ihnen darauf antworten. Diese Frauen waren durchwegs vom Block 10. Also von auf Block 10, der Ihnen gut bekannt ist aus den vorherigen Zeugenaussagen, wie ich es aus der Presse bei uns ersehen habe. Ich selbst war einmal auf Block 10, als wir eine Frau von dort herausholten, die ausdrücklich zum Verband in im Block 28 kam. Ich kann den Fall nicht weiter schildern. Ich will den Block 10 nicht schildern, weil ich nicht weiß, die Details nicht konnte. Ich weiß, was dort los war. Das hörte ich nur von anderen Häftlingen. Aber eines weiß ich, dass diese Frauenblock vom Block 10 waren und wie wir hörten, dieses Fleisch, wie ich nachträglich feststellte, ich habe mit niemandem gesprochen, bitte, das möchte ich betonen, dieses Fleisch wurde nach Birkenau nach Reiskow, wie das hieß, ins Laboratorium gebracht. Das weiß ich. Darauf bestehe ich. Herr Kastner, wer hat Ihnen den Befehl erteilt, zum Abtransport der Leichen in den Hof zwischen Block 10 und 11 zu gehen? Den Befehl erhielten wir von Nierzwicki. Also von dem SDG. Vom SDG Nierzwicki. Und dann möchte ich betonen, bei diesen Transporten und bei diesen als Aufsichtsorgane, als SS-Männer, die uns am Hof dort bewachten und die uns mit den Worten antrieben, los, los, und die uns, denen alles viel zu langsam ging. Da war unter anderem auch der Bunkermeister vom Block 11, Schlage, und da war unter anderem auch Boger. Das weiß ich genau. Kannten Sie diese beiden Leute damals? Ich kannte Schlage auf Block 11, weil ich einmal auf Block 11 einen Mann aus dem Keller mit einem anderen Häftling, einem anderen Pfleger holte, der 75 Stockhiebe bekam, den wir zur Ambulanz brachten und der das ganze Gesäß aufgerissen hatte. Da war kein Fleisch, keine Haut mehr vorhanden, der Mann war zerschlagen. Wie er geendet hat, wir brachten ihn dann wieder zurück. Wie er geendet hat, weiß ich nicht mehr. Nur weiß ich eins, Schlage hat uns den Block 11 aufgemacht. Rechts, wenn man reinkam, war die Blockführerstube. Er war allgemein bekannt. Wie er hieß, das wussten wir auf Block 28, auf Block 21. Das war für uns Pfleger kein Geheimnis. Und Burger war für uns auch kein Geheimnis. Können Sie sich noch erinnern, ob Boge und Schlage, wenn Sie in den Hof kamen, noch ein Gewehr trugen? Oder war da die Erschießung
Die Erschießung war jedenfalls abgeschlossen, als Sie Die kamen. Erschließung war abgeschlossen. Ich war, ich will betonen. Entschuldigung, ja, bitte. Ich will Sie nicht unterbrechen. Nein. Sprechen Sie nur weiter. Ich will betonen, ich war nicht bei den Erschießungen. Ich habe die Erschießungen nicht mitgemacht. Ich habe nur Leichen aufgeladen. Und das habe ich einige Male mitgemacht. Ich kann sagen, ich war auf Block 10, auf Hof zwischen Block 10 und 11 ungefähr 6-8 Mal. Und das war nach dem April 1943? Das war nach dem April bis zu der Zeit, bevor ich das Stammlager verließ. Danke, ich habe keine Fragen. Sind von Seiten des Gerichts noch Fragen zu stellen? Nein. Von Seiten der Nebenklage auch nicht. Die Verteidigung hat auch keine Fragen mehr. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt... Ach, der Angeklagte Klär. Ja, bitteschön. Herr Direktor, ich würde nur eine kurze Erklärung abgeben. Ich war nicht im Lager Janina. Ich habe gar nicht gewusst, dass dann jetzt Zwicky im Lager Janina war. Ich wusste wohl, dass dann jetzt Zwicky im Stammlager war. Aber in Janina war ich nie gewesen und habe nie Selektion durchgeführt. Und B, war ich von Ende 43 in den Nebenlager Gleiwitz eingeteilt. Ich hatte dann keine Verbindung mehr als SDG in die anderen Nebenlager. Gleiwitz hat die drei Lager und keine andere Lager habe ich nichts und bin auch mit keinem Lagerarzt in andere Lager rumgefahren. Mehr habe ich nichts zu sagen. Haben Sie gehört, was Ich habe gehört. Ja. Ich möchte da widersprechen. Ja. Bei uns war unter anderem auch Moll. Moll. SS-Oberscharführer Moll. Bei uns war unter anderem auch SS-Oberscharführer, Unterscharführer Bünning. Alle SDGs. Bei uns haben sich sämtliche SDGs ausgewechselt. Nicht als in der Funktion als SDG, aber Janina haben alle besucht. Auch Claire, darauf bestehe ich bitte. Werden bezüglich der Beeilung des Zeugen Anträge gestellt? Wenn nicht, Herr Zeuge, können Sie das mit gutem Gewissen beschwören, was Sie gesagt haben.